Ja, hallo, ich bin euer Thunderhawk und ich möchte mit euch heute mal ein bisschen über Proteine sprechen. Proteine sind irgendwie in aller Munde. Egal, wo man hingeht im Laden, alles ist High-Protein. Der Quark, der Schinken, irgendwelche Putenprodukte. Ja, stimmt. Die Sachen haben von Grund aus sehr viele Proteine drin. Nur ganz ehrlich, passt doch mal ein bisschen auf. Und guckt mal ein bisschen euch da so um. Es ist nämlich schon ein bisschen auffällig, wenn da so fleißig High-Protein draufsteht und man sieht sich auf einmal einen Becher mit Quark an und da steht dann drauf, jo, das Ding hat 8 Gramm Protein drin. Ja, kostet aber gleich 1,29 €. Daneben steht für 69 Cent der Becher, normaler Quark, der hat 9 Gramm Protein, hat aber ein bisschen mehr Zucker. Ja. Das Problem ist, mit diesem High-Protein lässt sich ein gutes Geschäft mitmachen. Gerade in der Sportlerszene sind Proteine sehr beliebt. Proteine, die begünstigen Muskelaufbau. Proteine sorgen dafür, dass man ein bisschen frischer aussieht, dass man ein bisschen, ja, einfach besser rüberkommt. Ja, ich kann verstehen, dass man da natürlich drauf baut, fleißig Proteine sich reinzuschenken. Nur das hat genauso die Lebensmittelwirtschaft erkannt. Egal in welche Sparte ihr reinguckt, ihr findet überall diese Produkte mit diesem fetten Aufdruck High Protein. Und sobald High Protein draufsteht, ist dieses Produkt ungelogen mindestens 20-25% teurer als wie das normale Produkt, was in der Regel genauso viel Protein hat. Ich war eben mal so ein bisschen im Supermarkt gucken und musste da allerdings feststellen, dass bei vielen Normalprodukten mittlerweile gar nicht mehr der Proteingehalt draufgeschrieben wird. Ja, ich sage mal so, man möchte sich ja natürlich nicht vergleichbar machen. Und es ist natürlich auch ein Problem, wenn die Leute auf einmal feststellen, ja, das Produkt, was ich jetzt sollte eigentlich normalerweise teuer kaufen müssen, wenn ich da im Regal eine Reihe tiefer greife und nehme dann das, was deutlich weniger kostet, hat genauso viel Protein. Daran verdient man ja nichts. Also ist Protein im Prinzip hier etwas zu einer Art Luxusklasse geworden. Ja, Protein sind natürlich gut. Proteine, die helfen einem natürlich deutlich weiter, dass man, wenn man Muskelaufbau betreibt, dass dieses super funktioniert und so weiter und so fort. Nicht umsonst tun Leute, die im Fitnessstudio fleißig trainieren und ihre Muskelberge aufbauen wollen, sich regelmäßig auch Proteinshakes reinhauen. Ganz ehrlich, die Shakes kann man sich reinhauen, ja, man muss es aber nicht. Weil wenn man sich ausreichend ernährt, kriegt man eigentlich normalerweise genug Protein für seinen Alltag mit. Und wenn man sie entsprechend ernährt, reicht dieses auch für einen Muskelaufbau. Wo ist denn überall Protein drin? Sojaprodukte, Fleischprodukte, auch Putenfleisch und so weiter, Fischprodukte, Linsen, in Nüssen, in Milchprodukten. Überall habt ihr Proteine drin. Guckt euch doch mal ein bisschen um, lest euch doch mal ein bisschen schlau und dann probiert es einfach mal mit normaler Ernährung, statt irgendwelche Pulverchen mit E-Nummern oder sonst irgendwas in euch reinzuhauen. Ist nur ein gut gemeinter Vorschlag, weil so lebt sie es natürlich deutlich gesünder. Und vor allen Dingen, diese Pulver, die kosten ein Schweinegeld. Also von daher alleine sollte man vielleicht schon mal überlegen, ob es nicht einfacher ist, das Geld in vernünftige, gute, gesunde Ernährung zu stecken. Ja, das soll es dann eigentlich bei dem Thema heute auch schon gewesen sein. Demnächst fangen wir dann auch mal ein bisschen an, über das Thema Bewegung und Sport zu reden. Oder was man alles so tun muss oder tun kann, wenn man zum Beispiel mit dem Laufsport anfängt.